Hallo ihr Lieben, ich habe einen Produkttest gemacht von einem Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich es schon aufgetragen auf meinen Augen. Es handelt sich nämlich um Open Your Eyes. Das sind Klebestreifen oder Strips, die man sich hier auf das obere Augenlid aufklebt. Und ja, das zaubert einfach einen großen Teil der Schlupflider weg. Hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich bin gerade geflasht, weil ich mir die aufgetragen habe. Ich habe euch das Ganze abgefilmt, damit ihr den Unterschied seht. Jetzt seht ihr vielleicht nicht, weil ihr mein Vorherbild noch gar nicht gesehen habt. Aber ich sage jetzt einfach mal, Film ab. Das sind die Klebestreifen. Und die kommen in einer Plastikdose. 120 Stück sind drin. Und wie ihr sehen könnt, ich habe extrem starke Schlupflider. Meine Augen sind auch etwas älter, das heißt, die Haut ist erschlafft. Und das erzeugt einfach einen sehr, sehr traurigen oder mürrischen Blick. Und die Schlupflider sind so stark, dass sie mein Auge quasi müde drücken. Vor dem Auftrag der Klebestreifen muss das Auge unbedingt trocken sein. Das heißt, ich gehe mit einem Toner oder Gesichtswasser über meinem Auge und trockne das ganz, ganz gut ab. Danach sollte man auch keine Augenpflege auftragen. Das Ganze muss ja fettfrei bleiben. Das sind die Strips und ein Oval besteht aus zwei einzelnen Strips. Das heißt also ein halber Strip pro Auge. Und am Anfang ist es natürlich etwas ungewohnt. Man muss erstmal ganz individuell die richtige Position finden für den Klebestreifen. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ist es nicht immer sofort perfekt. Vielleicht braucht man da auch ein oder zwei Anläufe. Ja, da muss man ein bisschen vielleicht Geduld haben beim ersten Mal. Und bei allen weiteren Malen hat es bei mir eigentlich sofort geklappt, weil ich wusste ganz genau, wohin die Klebestreifen hingehören. Die lassen sich mit der Pinzette auch sehr, sehr leicht abziehen und auch auftragen. Das ist jetzt für mich die richtige Position und ich denke, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ohne Schminke, im natürlichen Zustand, sieht man die Klebestreifen kaum. Und jetzt wollte ich einmal ausprobieren, wie das Ganze mit Make-up funktioniert. Das heißt also, ich lasse das Auge trocken. Ich gehe tatsächlich nicht nochmal mit Concealer drüber, sondern ich arbeite nur mit trockenen Produkten. Bei so einem dunklen Augenlidschatten ist es nicht gerade vermeidbar, dass man es sieht. Bei einem dunklen Augen-Make-up
ist es sichtbar, wenn man jetzt die Augen nach unten schlägt oder nach unten guckt. Aber im Vergleich, wenn man helles Augen-Make-up benutzen würde, würde man es kaum sehen. Aber trotzdem hat es für mich auf jeden Fall gereicht, beziehungsweise ich war sehr, sehr zufrieden. Immer im Laufe der Jahre mehr Probleme gehabt, bekommen natürlich altersbedingt. Die Haut wird schlaffer, die Schlupflider werden stärker. Probleme damit, die Schlupflider oder durch die Schlupflider meine Augen offen zu halten. Außerdem, Schminken ist immer umsonst, weil man sieht gar nichts. Wenn man sich ein schönes Augen-Make-up schminkt, dann sieht man es einfach nicht, weil alles unter den Schlupflidern verschwindet. Es gibt natürlich Techniken, Schminktechniken, aber es geht mir jetzt nicht hauptsächlich um das geschminkte Auge, sondern es geht mir hauptsächlich um den Blick. Der Blick ist dann anders, ja, es ist offener, freundlicher vielleicht, und die Schlupflider erschweren dann nicht mehr die Augen. Ja, wenn man die Schlupflider hat, so wie ich, wirkt man oft müde oder die Augen werden durch die Schlupflider schwerer gemacht und dadurch fallen einem die Augen fast zu und man wird automatisch müder. Ich habe mir auf Amazon bestellt und ich war überhaupt damit nicht zufrieden, weil die nicht gehaftet haben. Also die waren nach kurzer Zeit schon ab, ja, an der Seite ging es schon ab. Und was ich nicht mochte, ist dieses harte Gefühl auf dem weichen Augenlid. Man hat es richtig gespürt, dass da so eine Art Klebestreifen, also wie Tesafilm, als ob du dir Tesafilm aufs Auge kleben würdest. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt habe ich ein Produkt gefunden und deswegen mache ich dieses Video, weil ich davon echt mega begeistert bin. Und zwar ist das dieses hier. Das ist von, wie heißt die Dame? Exklusiv bei Niki Miller. Open Your Eyes. Und ihre ganzen Kontaktdaten oder die Kontaktdaten der ganzen Firma werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr euch die ganzen Informationen von der Seite herunterholen oder anschauen. In dieser Packung sind 120 einzelne Strips drin und ich weiß jetzt nicht, sind das, weil die sind ja doppelt. Geht das dann als ein Strip? Da muss ich mal eben nachschauen. 120 einzelne Strips. Und da kommt man eigentlich lange mit aus, würde ich sagen. Man muss es ja nicht jeden Tag machen, aber vielleicht für besondere Anlässe. Ja, oder eben je nach Bedarf. Das Produkt ist auf jeden Fall made in Germany, also keine China-Ware oder Ware aus Asien, mit der ich ja nicht zufrieden war. Da ist auch eine Pinzette mit drin, mit der ihr eigentlich sehr gut arbeiten könnt. Und wichtig ist auch zu wissen, wenn man eine Acrylallergie hat, dann sollte man die Strips nicht anwenden. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Das ist so ein Unterschied im Vergleich zu vorher. Vorher konnte man meine Lider überhaupt nicht sehen. Überhaupt nicht. Ich finde es toll, weil die Haltbarkeit ist mega gut. Das ist meine absolute klare Produktempfehlung. Ich spüre nichts auf dem Auge. Ich habe das schon eine Weile auf dem Auge. Ich habe es geschminkt. Das Einzige, wo man vielleicht aufpassen sollte, ich bin nicht noch mit Make-up übers Auge drauf gegangen. Und ich habe auch keine Augenpflege benutzt. Das Ganze muss ja fettfrei sein, damit das auch richtig gut hält. Im ersten Moment ist es natürlich, man spürt es natürlich, ja, wenn es ist ein Fremdkörper und wenn ein Fremdkörper auf die Haut kommt, spürt man es. Aber nach einer Zeit vergeht es, also man spürt es kaum. Das Auge hat sich dran gewöhnt oder das Augenlid und man spürt es kaum. Ganz anders im Vergleich zur asiatischen Ware. Alle weiteren Infos findest ihr unten in der Infobox und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da, ein Däumchen nach oben. Würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.